Es gibt so viel zu berichten, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Noch eine Sucherin der Weisheit. Das Flackern in euren Augen verrät euch. Das Reliquiar der Sterne ist ein wunderbarer Fund, nicht wahr? Nun, dass sie vor kurzem lebendig geworden ist. Obwohl erwacht ist, vielleicht der passendere Ausdruck wäre. Falls ihr mehr erfahren möchtet, eine meiner Kolleginnen von der Magiergilde leitet die Ausgrabung. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich Laranalda oder ihre Assistenten schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich schätze, es ist schon ein bisschen beunruhigend. Sagt mal, seid ihr vielleicht zufällig auf dem Weg in die Ruinen? Ich muss diesen Bericht fertigstellen. Aber wenn ihr nach Laranalda schauen könntet, würde mich das sehr beruhigen. Ich würde gerne mehr plaudern, aber ich muss diesen Bericht wirklich abschließen. Meine Freunde in der Magiergilde in Eldenwurz können es kaum erwarten, mehr von unseren Funden zu erfahren. Ja, natürlich. Jeder Amateur in proto-aileidischer Literaturwissenschaft kennt es. Viele halten es nur für eine gespreizte Metapher. Aber Laranalda glaubt, es läge irgendwo innerhalb dieser Ruine verborgen. Haha. Wenn sie eine so vielversprechende Karriere unbedingt beenden möchte, bedeutet das nur mehr Geldmittel für den Rest von uns. Ich bin sicher, dass sie ihre lächerlichen Theorien viel besser erklären kann als ich. Wenn ihr euch an mich anschleichen wollt, habt ihr Konkurrenz. Diese fliegenden Bücher können wahnsinnig leise sein, wenn sie wollen. Manchmal sogar in Paaren. Sie klappen einem neben dem Ohr zu und flattern dann davon. Es scheint, als sei die halbe Bibliothek darauf aus, uns zu quälen, seit wir die Schutzzauber ausgelöst haben. Ich habe versucht, die Dinge zu beruhigen, aber ohne meine Assistenten geht es nur langsam voran. Tedrüni ist los, um die Fleischgärten zu erkunden. Als die Schutzzauber brachen, habe ich Behilir losgeschickt, um ihn zurückzuholen. Keiner von beiden ist wiedergekommen. Gemäß der Vorschriften der Magiergilde muss ich hierbleiben, bis Hilfe kommt. Ich hoffe sehr, dass ihr diese Hilfe seid. Seid vorsichtig da draußen. Diese Bücher sind harmlos genug, aber sie sind nicht die einzigen, die durch die Dunkelheit huschen. Alles war ruhig, als wir ankamen, aber Knochen und anderer Unrat verschmutzten die Hallen. Da die Schutzzauber nun gebrochen sind, würde es mich nicht überraschen, wenn hier jetzt mehr als nur Bücher durch die Gegend streifen. Die Geheimnisse des Reliquiars der Sterne wurden schon vor langer Zeit aufgedeckt. Bis auf eines. Unfassbare Mengen an Magika zirkulierten durch seine Mauern, selbst als die Ruinen noch dahin schlummerten. Bis vor kurzem hielt man dies für eine Besonderheit im Bau. Das geht alles auf Anomaril zurück, einen der größten aileidischen Architekten der ersten Ära. Er baute das große Siegel von Belarata und das Planetarium in Eldenwurz. Dann entdeckten wir unlängst Beweise, dass er auch die Archive im Reliquiar der Sterne gebaut hat. Anomaril steckte sein Herz in diese Arbeit. Wortwörtlich, wenn man den Geschichten Glauben schenken mag. Es versorgte das Planetarium in Eldenwurz mit Energie, bis es verloren ging. Das ist die Energiequelle hier, versteht ihr? Sie wollten wir bergen. Denkt doch nur daran, wofür man sie alles einsetzen könnte. Ist das so? Die Magiergilde hat beim Hof von König Camoran Eradan monatelang eine Petition nach der anderen eingereicht, bis wir endlich eine Grabungserlaubnis erhielten. Und nun möchtet ihr hier einfach durchspazieren und das Herz von Anomaril selbst einsammeln. Was wollt ihr denn überhaupt damit anfangen?
Oh, ich schätze, das ist ein ziemlich guter Grund. Wir haben die Ruinen von oben bis unten durchkämmt und dabei nicht einmal ein klitzekleines Funkeln gesehen. Aber wenn wir es finden, wäre die Magiergilde mehr als bereit, Königin Eiren zu helfen. Die Geheimnisse des Reliquiars der Sterne wurden schon vor langer Zeit aufgedeckt. Bis auf eines. Unfassbare Mengen an Magika zirkulierten durch seine Mauern, selbst als die Ruinen noch dahin schlummerten. Bis vor kurzem hielt man dies für eine Besonderheit im Bau. Das geht alles auf an... Weitere Bittstellerin sucht uns nach dem Letzten. Aber wenn es stillhalten würde, könnte ich sein Abbild einfangen. So viele Fleischlinge laufen durch die Hallen. Solch aufsässige Kreaturen. Ihr scheint ein feines Exemplar zu sein. Ich denke nicht, dass ich eines eurer Art in meinem Garten habe. Oh, und es spricht. Ich habe gerade Tedryni fertiggestellt. Eines meiner besten Werke, wenn ich das so unter uns erwähnen darf, obwohl ihr wohl kaum die Feinheiten zu schätzen wissen würdet. Nun, ihr müsst mich unterhalten. Es gibt in den Gärten verschiedene Truhen. Ich habe die Seele eures Freundes in eine von ihnen getan. Seht zu, ob ihr sie finden könnt, ehe mein Gefolge euch in Stücke reißt. Die Behüterin. Ich schütze alles vor dem Zahn der Zeit. Bei Schriftrollen und Büchern ist das einfach, aber bei den Aeliden selbst. Zuerst haben sie sich gewehrt, aber mit der Zeit haben sie es dann doch eingesehen. Schaut euch doch nur einmal um. Das waren sie einmal. Es ist recht einfach, einen Körper in Stein zu verwandeln. Der Trick dabei ist, den Verstand heilen zu lassen. Wenn sie sich nicht schon vor so vielen Jahren dauerhaft niedergelassen hätten, würde ich euch ja meinen ehemaligen Gebietern vorstellen. Wie schade. Wohl kaum. Meine Gebieter stellten fest, dass es mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, mich frei durch diesen Ort streifen zu lassen. Daher haben sie mich von meinem Körper getrennt. In dieser Form kann ich zwar hingehen, wo immer ich möchte, aber ich kann nichts berühren. Das ist ziemlich ärgerlich. Die Behüterin. Ihr hinterhältiger Schleimklumpen! Ihr werdet den Tag noch bereuen, an dem... Was? Ihr seid nicht... Und ich bin... Was ist geschehen? Okay, Sai. Woher kenne ich diesen Namen? Vielleicht... Nein, ich habe es vergessen. Halt! Wo ist Laranalda? Ich... Gut, das ist gut. Dann ist also nicht allzu viel Zeit vergangen. Ich sollte wirklich zurück und erst einmal wieder ordentlich zur Besinnung kommen. Sorgt euch nicht um mich. Ich kenne den Weg zurück. War er nicht wieder im Lager? Ich schätze, Laranalda könnte wissen, wo er hin ist.
Der geht doch aber auch wirklich ständig verloren. Verdammter Xaxis! Ich weiß, ich hätte nicht... Oh, noch eine. Hallo? Ihr seid keine Illusion, nicht wahr? Den Sternen sei Dank! Ihr müsst mich hier rausholen! Anscheinend habe ich eine alte Falle ausgelöst. Aber ich glaube, ich habe herausgefunden, wie die Energie in diesen merkwürdigen Lichtern gelenkt wird und wie man genau das gegen sie verwenden kann. Als ich erst einmal gefangen war, kamen Kreaturen von oben, die über und über mit Augen und Tentakeln bedeckt waren. Sie verstärkten die Halterungen mit verderbter Energie, die aus ihren größten Augen strömte. Diese Augen sind der Schlüssel. Entfernt eines und verwendet es, um die Lichter neu zu fokussieren. Das sollte Wirkung zeigen. Ich weiß es nicht. Daedra vielleicht? Die Grauen aus dem Reich des Vergessens sind nicht mein Fachgebiet. Ihr werdet diese fliegenden Bestien schon erkennen, wenn ihr sie seht. Sie haben viele Tentakel und wirken recht wendig, wie ein Netz, aber eben über und über mit Augen bedeckt. Warum kommst du nicht zu mir, Liebster?
Ihr haltet meine Haarlocke, aber dennoch seid ihr nicht er. Warum den Worten eines anderen folgen? Bringt ihr eine Nachricht von ihm? Ist er verspätet? Oh nein. Ich hatte gehofft, wir würden uns noch ein letztes Mal umarmen, ehe meine Stimme uns den Tod bringt. Doch während ich auf ihn wartete, flüsterte ich laut seinen Namen. Genügte das, um den Fels einstürzen zu lassen? Ich sollte jetzt gehen. Verdammter Xaxis! Ich weiß, ich hätte nicht... Oh, noch eine. Ah, meine Arme. Ich dachte, sie würden abfallen. Ich bin froh, dass der Augapfel es wert war. Es ist so gut, wenn eine Theorie in der Praxis funktioniert, wisst ihr? Ich war mir sicher, dass es eine gute Theorie ist. Alles Teil des wissenschaftlichen Arbeitens, meine Freundin. Aber kümmert euch nicht weiter darum, ich sollte euch für meine rechtzeitige Rettung danken. Ich werde mich zurück zu unserem Lager aufmachen. Ich kann es kaum abwarten, Laranalda zu erzählen, was hier geschehen ist. Gut. Alle sind zurück an einem Ort. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und keinen Moment zu früh. Mir ist es gelungen, einen der Folianten zu bändigen. Er hat sich als äußerst aufschlussreich herausgestellt. Das Reliquiar der Sterne wurde erschaffen, um Wissen zu bewahren. Das war uns bereits bekannt. Doch das Buch spricht von einer tieferen Ebene, die vom Rest der Ruine abgetrennt ist. Ich hatte schon vermutet, dass das Herz von Anomaril irgendwo in dieser Ruine versteckt ist. Und jetzt weiß ich auch wo. Falls man dieser Inschrift trauen kann, liegt der Eingang irgendwo in der Halle der Macht. Doch da ist noch etwas anderes. Würdet ihr mich begleiten? Danke. Tetruni verhält sich seit seiner Rückkehr ziemlich unberechenbar. Das müsste weit genug sein. Als ihr nach meinen Assistenten gesucht habt, saht ihr da noch jemanden? Ein intelligentes Wesen, meine ich. Spektren zählen nicht. Verdammt! Genau das hatte ich befürchtet. Das Buch erwähnt sie ausdrücklich als eine Art Bewahrerin. Ihre Spezialität war,
Nun, das kann man kaum sanft umschreiben. Sie kontrollierte den Geist anderer. Offenbar hatten selbst die Aileiden Angst vor ihr. Gut möglich. Ted Rüni ist nicht mehr derselbe, seit er zurück ist. Für gewöhnlich ist er sehr eifrig bei seinen Studien, aber jetzt wirkt er ganz in sich zurückgezogen. Es ist regelrecht bedrückend, ihn so sehr leiden zu sehen. Ich würde gern ein paar einfache Tests auf dädrischen Einfluss durchführen. Könnt ihr in der Zwischenzeit Behelir mitnehmen, um nach der Halle der Macht zu suchen? Ich vermute, dass das Herz von Anomaril innerhalb ihrer Mauern liegt. Wunderbar. Wenn dieser Foliant hier recht hat, gibt es einen Geheimgang in der Bibliothek. Ich bin sicher, ihr und Behelir werdet ihn schon finden. Ich habe meinen Namen gehört. Was braucht ihr? Behelir, unsere Freundin benötigt eure Hilfe in der Halle der Macht. Die Halle der Macht? Ihr glaubt also, wir haben es gefunden? Aufregend! Geht voraus, meine Freundin! Mit der Suche beginnen. Es muss hier irgendwo sein. Es muss jedoch irgendwo sein. Muss es einfach. Hier drüben! Aus diesem Bücherregal kommt ein Luftzug. Ihr habt es geschafft! Das Herz von Anomaril! Ich hätte nie gedacht, dass ich es einmal selbst in den Händen halten würde. Nun, Marionettenhände zählen schon als meine Hände. Diese Macht so erlesen, ich muss mich bei euch bedanken. Aber jetzt muss ich Behelir spazieren führen. Mal sehen, wie schnell sie rennen kann. Ich bin fast frei nach all diesen Jahren. Sobald ich meinen Körper zurück habe, werden die Sterblichen leiden. Ich werde sie all... Ich habe dafür keine Zeit. Das ist ja wirklich zu einfach. Was macht ihr denn? Ah!
ist geschehen? Warum klang Behelir so seltsam? Behelir hat die Vermutung geäußert, dass Tedryni unter ihrer Kontrolle steht. Eine Ablenkung, noch dazu eine, die ich hätte durchschauen müssen. Aber wenn Ukesai das Herz von Anomaril hat, dann kann sie es benutzen, um ihren Geist mit ihrem Körper zu vereinen. Wir müssen es zurückbekommen. Durch die Tür. Wir konnten sie nicht öffnen und wir wissen nicht, wohin sie führt. Schnell, ihr nach. Ich werde versuchen, die Schutzzauber hier wiederherzustellen, falls ihr versagen solltet. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Daedra mit dem Herzen von Anomaril Chaos stiftet. Anstrengung? Ja, es funktioniert. Ich spüre es. Ding. Es sollte hier sein. Oh. Ihr schon wieder? Oh. Was geht hier vor sich? Schon mehr zu bieten haben. Ihr glaubt, dass ich so schnell besiegt bin? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr es lebend schaffen würdet. Ukesai allein muss schrecklich gewesen sein. Mit dem Herzen von Anomaril in ihren Händen kann ich es mir kaum vorstellen. Ihr habt es, nicht wahr? Wunderbar. Als die ganzen fliegenden Bücher abstürzten, wusste ich schon, dass es nicht mehr in den Ruinen sein konnte. Ich bringe es gemäß unserer Abmachung mit dem König zur Magiergilde in Eldenwurz zurück. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass die Daedra es dort finden. Nun gut, dann möchten Sie diese Sache wohl tatsächlich in Angriff nehmen, ja? Ich würde mein eigenes Gewicht in Gold zahlen, um das Planetarium in Betrieb zu sehen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass es wohlbehalten dort ankommt. Seid unbesorgt. Nachdem ich es zum Planetarium zurückgebracht habe, vielleicht kann ich seine Eigenschaften untersuchen, sobald die Zeremonie abgeschlossen ist. Natürlich nur, wenn die Königin es mir gestattet. Ich bin niemand, der sich einer Monarchin in den Weg stellen würde.
Ihr habt getan, was in Jahrhunderten nicht getan wurde. Alle Teile des Planetariums wurden in der Kammer platziert. Und Daranet erwartet uns unten. Ich muss zugeben, dass ich mehr als nur ein wenig aufgeregt bin. Ich habe das Planetarium noch nie arbeiten sehen. Nicht viel, aber ihr habt außerordentliche Arbeit geleistet. Und gerade rechtzeitig für die Ankunft von Königin Airen. Stellt euch vor, die Chance, das Planetarium funktionieren zu sehen. Konservatorin Daranet bereitet Königin Airen vor, während wir sprechen. Wir sollten wirklich dort rausgehen und anfangen. Die Bestätigungszeremonie führt sie schließlich nicht von alleine durch. Und soweit ich das verstanden habe, will Konservatorin Daranet persönlich mit euch sprechen. Unerhört! Ich bin ein Vizevogt der Altmeri, ein Assistent des Prinzen Nemon persönlich. Weshalb darf ich an der Zeremonie nicht teilnehmen? Das Planetarium wurde seit einem Jahrtausend nicht mehr aktiviert. Es könnte reibungslos funktionieren oder es könnte explodieren. Ich werde mit Daranet sprechen, wenn ihr unbedingt dabei sein wollt. Bei näherer Überlegung könnte ich wohl doch an der Tür warten, um Hilfe zu rufen, falls etwas schiefläuft. Es wird nicht viel zu sehen geben, da bin ich sicher. Die Aileiden waren bekannt für ihre glühenden Kristalle, also schätze ich, dass es nicht mehr als ein paar helle Lichter geben wird. Das klingt recht trostlos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eure Zeit überhaupt wert sein wird. Kleiner Bruder, ihr solltet hier nicht dabei sein. Daranet hat uns vor den Gefahren gewarnt. Ich werde meine Familie nicht im Stich lassen. Mein Platz ist in eurem Schatten, so wie immer. Ich weiß, das fällt euch alles nicht leicht. Im Gegenteil, heute soll das Dominion sehen, warum eine Hochelfin geeignet ist, ganz Tamriel anzuführen. Früher stieß mir eure Zuversicht immer übel auf. Aber heute ist sie beruhigend, seltsamerweise. Entschuldigung, angenommen.
Ein aileidisches Artefakt, vermutlich von den Göttern berührt, wird meine Schwester als würdig ausweisen, die Kaiserin ganz Tamriels zu werden. Aber das ändert wenig. Es wird immer die geben, die ihr Recht zu herrschen in Frage stellen. Prinz Nämon sagt, dass man euch dafür danken muss, dass die Bestätigungszeremonie ohne Verzögerung stattfindet. Unsinn, es war ein großes Problem. So etwas vergisst man nicht, besonders wenn man eine Königin ist. Ich sorge dafür, dass alle wie verlangt den Raum verlassen. Aber ihr müsst nicht hier sein, Eure Hoheit. Als Kind habe ich mich immer reingeschlichen und das Planetarium als Klettergerüst benutzt. Ich würde mir doch nicht die Gelegenheit entgehen lassen, es in Betrieb zu sehen. Seid unbesorgt. Ich hätte euch gern an der äußeren Tür. Danke, Eure Majestät. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Das tut ihr doch nie. Wie aufregend. Das Planetarium hat nichts getan, außer sich für Generationen zu drehen. Wer hätte gedacht, dass ich der König sein werde, der es wieder arbeiten sieht? Seltsam, euch nach Südspitz wiederzusehen. Nicht schlecht, nur seltsam. Aber unerheblich. Ich kann kaum glauben, dass wir dem alten Mädchen wieder Leben einhauchen werden. Und bevor ihr fragt, ich spreche vom Planetarium. Fast. Ihr habt die Dinge besorgt, die man für die Aktivierung des Planetariums braucht. Daher ist es nur gerecht, dass ihr sie nun auch an die richtige Stelle bringt. Und deshalb sollte ich es sein, der euch fragt, seid ihr bereit? Gut. Als erstes müsst ihr Rajins Umhang anlegen. In der Übersetzung heißt es, die Hände eines Gottes bewegen das Planetarium. Aber das ist nur ein Haufen Ebermist. Ihr müsst einfach nur an drei Orten gleichzeitig sein. Rajins Umhang sollte euch das erlauben. Ach, euch wird schon nichts zustoßen. Dieser allzu ernste Kerl von der Magiergilde, Brelor, richtig? Er versicherte mir, dass euch nichts geschehen wird, sofern ihr ihn nicht länger als 90 Minuten tragt. Oder waren es 9? Völlig einerlei. Die Zeremonie dauert ja nur 5 Minuten. Vielleicht auch 6. Nähert euch den Pfeilern hinter dem Planetarium selbst. Ihr müsst sie alle nacheinander aktivieren. Dabei solltet ihr eins nicht vergessen. Solange ihr Rajins Umhang tragt, kann euch nichts und niemand festhalten. Soweit ich das verstanden habe, erledigt es den Rest von ganz allein. Dieser Haufen Moos und Schutt bestimmt also über den nächsten Kaiser. Das Planetarium ist uralt. Zeigt ein wenig Respekt. Es ist von strahlender Pracht. Gleich ist es soweit, Eure Majestäten, Eure Hoheit. Das ist es. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Hier, nehmt das Herz von Anumarill. Platziert es bei dem Pfeiler neben unserem königlichen Publikum. Das sollte dafür reichen. Das Planetarium erwecken, was auch immer das wirklich bedeutet. Doch habt keine Angst. Diese Vorrichtung erlaubt es mir, seine Energien zu manipulieren. Das bedeutet, dass ich Königin Ayren schützen kann, sobald sie da hineingeht. Nun geht los und platziert das Herz von Anumarill. Wollen wir doch einmal sehen, ob sich die ganze Aufregung lohnt. Und jetzt wird uns die aileidische Todesfalle verraten, ob ein Kaiser unter uns ist.
Heute ist wahrlich ein bedeutender Tag. Nämon, nicht jetzt. Eirin, es gibt immer genug Zeit, um euch vor euch selbst zu schützen. Wie könnte ich euch in dieser Vorrichtung euer Leben riskieren lassen, ohne sie zuerst zu testen, meine Schwester? Wenn ihr Rajins Umhang tragt, werdet ihr niemals festgehalten werden. Es ist unglaublich. Ich kann den Weißgoldturm sehen. Ich... Nein! Was geschieht mit mir? Nein! Du hast mich getäuscht, Schwester! Es ist dein Fehler! Und ich liefer, alle miteinander! Ich werde euch alle töten! Nämon, was habt ihr euch nur gedacht? Warum? Was? Nein, ich... Warum sollte Nämon das tun? Ich hatte ihn doch zu einem Teil dessen gemacht, was wir hier aufbauen. Ich wollte ihm zeigen, dass es hier um mehr als nur unser Volk geht. Ich würde gern jeden Bewohner Tamriels als unser Volk sehen. Das, wovon die Legende berichtet. Es hat die wahre Person in seinem Innersten enthüllt. Das, was es auch mit mir tun wird. Meint ihr, ich hätte hier eine Wahl? Ich werde das Planetarium betreten, so wie ich es den Leuten des Altmere-Dominions geschworen habe. Ich muss erfahren, ob ich dazu geeignet bin, es anzuführen. Und falls ich es nicht bin, falls ich eine Veränderung wie die meines Bruders erfahre, ich darf auf keinen Fall zu einer Bedrohung für das Volk werden, das ich zu führen geschworen habe. Versteht ihr mich? Ich darf mich nicht verspäten. Ich bin ich selbst, nicht wahr? Ein friedliches Dominion. Die weise und gerechte Herrschaft über Tamriel unter dem Altmeri-Banner. Eine Zukunft, die ich zu errichten hoffe. Und euch, wie ihr an meiner Seite steht. Kommt und helft mir, diese Zukunft zu errichten. Ich werde niemandem sagen, was mein Bruder getan hat. So wie ich es sehe, starb er, als er mir helfen wollte, nicht als er meinen Thron einnehmen wollte. Er starb des Magnus. Ein mächtiger Gegenstand mit der Fähigkeit, Magie zu unterdrücken. Gefährlich, wenn er denn je in die falschen Hände fiele. Zum Glück ist er schon in unserem Besitz. Geht nach Marbruck im Osten von Grünschatten. Sprecht mit Hauptmann Sarandil über die Beschaffung des Stabs. Ich werde euch bald folgen. Wir hörten Kampfgeräusche. Was ist geschehen? Es gab einen Unfall. Mein Bruder gab sein Leben, um uns zu beschützen. Er starb als Held. Ich werde bald nach Marbruck gehen. Vizefugt Pelidil, ich möchte, dass ihr mit der Leiche meines Bruders vorausreist. Ihr werdet die Beisetzung vorbereiten. Ja, Eure Majestät. Ich verstehe. Spart nicht an der Bestattung. Alle im Dominion sind dazu eingeladen. Jeder darf dem Helden die letzte Ehre erweisen. Sofort, Eure Majestät. Geschieht das gerade wirklich? Ich weiß nicht, was ihr meint. Ihr müsst das doch gesehen haben. Ihr kamt doch gegen Ende dazu. Die Königin sagt, ihr Bruder wäre als Held gestorben, also habe ich das so gesehen.
Lernen eigentlich alle Dämmerranken die Wahrheit zu ignorieren? Wir lernen, dass es nicht leicht ist, ein Volk zu führen. Und weil ein Monarch öffentlich trauern muss, lernen wir, nicht zu urteilen. Vielleicht habt ihr recht.